So. Ich glaube, wenn ich mal Zeit habe, werde ich noch die restlichen Waffen holen. Aber ich weiß nicht, habe ich schon alle Gemälde und so weiter? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Und wo war der verschissene Eingang von diesem Ding nochmal? Na komm. Die Wachen umgehen. Oh, wie wär's, wenn ich einfach mal diesen Gang hier bevorzuge? Da, ich wollte gerade sagen. So. Da seid ihr ja. Kommt, Ezio. Ich möchte euch einen Geschäftspartner vorstellen. Augustino Barbarigo, zukünftiger Doge von Venedig. Dank euch. Eine große Ehre, eure Bekanntschaft zu machen, Doge. Der Verlust eures Bruders tut mir leid. Er ist selbst schuld. Er wurde von den Borgia gekauft und bezahlt. Ein Fehler, den ich sicher nicht machen werde. Kommt, Ezio. Wir haben viel zu bereden. Wir haben Silvio Barbarigo gefunden. Er floh ins Arsenale. Ha! Floh! Er hat es besetzt. Mit 200 Söldnern an seiner Seite. Ihr seid der Doge. Könnt ihr ihn nicht befehlen, aufzugeben? Das Kollegium der 41 muss meinen Aufstieg erst noch bestätigen. Und der Streit mit Silvio hat die ganze Sache nur noch schlimmer gemacht. Er hat den Befehl über eine ganze Armee. Dann helft mir, meine eigene aufzubauen. Ich dachte mir, dass ihr das sagt. Bartolomeo Dalviano ist der Mann, den ihr sucht. Er und seine Männer hassen Silvio. Er wohnt mitten im Militärbezirk, südwestlich des Arsenale. Va bene. Ich gehe und suche ihn. Eine unerwartete Wendung. Synchronisiert. Warum wird auf der Karte angezeigt, dass ich da raus kann? Rennfreigeschaltet. So. Silvio Barbarigo il Rosso, genau. Unser nächster, beziehungsweise unser nächstes Attentatsziel. Aber erstmal zu Leonardo. Leonardo! Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Ist das eine umgekehrte Cäsar-Verschiebung? Wenn ich einfach diese Buchstaben... Ich hab's. Oh, okay. Scheiße. Das war ja nur sowas. Ich dachte, ich hätte noch eine... Oh. Ding bekommen. Eine Codex-Seite. Hart Venedig, hier ist was? Forli, Apenninen, Florenz, San Gimignano oder? Monteriggioni, und da ist dann schon hart. Und irgendwann geht's ja hier nach Rom. Genau, was ich schauen wollte ist, gibt es hier eigentlich noch Codex-Seiten? Ich meine ja. Zwei Aussichtspunkte. Hier ist noch eine Codex-Seite. Oh, drei Aussichtspunkte. Oh, ich könnte kotzen. Soll ich die zuerst mitnehmen? Sonderlich Lust habe ich eigentlich nicht. Ich kenne mich jetzt da echt. Ich will eigentlich das Spiel nur noch hinter mir haben. Was ich eigentlich sagen, noch hinzufügen wollte, es kann gut sein, dass wenn ich aufnehme, dass ihr dann meine Stimme nicht hört. Das hat einen ganz gewissen Grund. Ich kann nicht ewig mit Stimme aufnehmen, da mir zumal die Zeit fehlt und ich nicht einfach weiß, wann ich aufnehme. Oder wann ich aufnehmen werde. Oder wann ich aufnehmen kann. Deswegen werde ich einfach mal so aufnehmen. Und zwar ohne Audio-Commentary.
Hauptsache, das Projekt wird mal endlich beendet. Weil als ich das Spiel geladen habe, bin ich echt erschrocken, dass ich seit dem 30.08. nicht mehr zum Aufnehmen gekommen bin. Und jetzt habe ich hier ein bisschen Zeit, oder, ja, was ist das, ein bisschen, ja, etwas Zeit, um etwas aufzunehmen. Und für dich hier zu sein. So. Ja gut, rein müssen wir ja nicht. Wir müssen nur außen rum. So, Arsenale. Da müssen wir ein Doppelattentat, wenn ich das weiß, haben wir zwei Ziele. Bitte! Hilfe! Doch, zwei Ziele haben wir hier. Bitte! Ihr seid einer von Bartholomäus Männern. Was ist passiert? Wo ist er? Silvius Männer griffen an, brachten ihn tiefer in den Bezirk. Nördlich von hier. Requiescat in pace. Ein Krieger im Käfig. Bartolomeo Dalviano aus seinem Käfig befreien. Ich bin mir unsicher, wie viele Codexseiten es hier gibt. Aber, nee, ich habe mir noch mal so ein bisschen überlegt, was mit dem Aufnehmen betrifft und so weiter. Und die Wahrheit werde ich leider weglassen. Wie ich mich die ganze Zeit verdrücke. Meine Würde schon für ein paar Mützen. Wisst ihr denn nicht, dass ihr einem Verräter und Feigling dient? So. Glaubt ihr denn, ich wisse nicht, warum ihr mich angekettet habt? Glaubt ihr, ich wisse nicht, wer an Silvius Fäden zieht? Ich habe dieses Wiesel von einem Herrn schon bekämpft, als die meisten von euch noch gar nicht geboren waren. Lasst mich aus! Lasst mich aus! Ich schwöre, wenn ich hier rauskomme, wird meine Mission sein, jeden einzelnen von euch zu enthaupten und euch die verdammten Köpfe in die verdammten Fächer zu stecken. Egal welcher Kopf zu welchem Arsch passt. Boah, das wird ein großer Anblick sein. Das wurde aber auch Zeit! Ich weiß nicht, ob ich euch küssen oder ohrfeigen soll. Vielleicht beides, zur Sicherheit. Ihr habt völlig recht. Wer seid ihr? Ich bin Ezio Auditore da Firenze. Ich bin hier, um euch zu retten. Mal sehen, wer am Ende wen rettet. Was meint ihr denn? Da unten! Haltet sie!
Wurde auch Zeit. Komm, schauen wir was an. Ich tue, was immer ihr sagt. Lass mich los. Was? Wir sollten los. Ich bin wohl eingeschlafen. Korrekt. Da sind noch Köpfe zum Einschlagen. Vielleicht sollten wir versuchen, Konflikte zu vermeiden. Warum? Habt ihr Angst? Nein. Es ist nur, dass sie uns 100-1 überlegen sind. Das wollte ich gerade noch sagen, aber die ganze Zeit komme ich nicht zum Quatschen. Hat man hier Bartholomeus einen anderen Skin verpasst? Das sieht ja echt älter aus als... Alter! Ey! Na, endlich. So, wo ist jetzt hier? Da. Achtet auf den Großen. Er wird Dante genannt. Die meisten von Silvios Männern können nichts, aber er bedeutet Erbe. Ach, komm schon! Na ja, gut, dass ich noch die Shio war oder wie die Waffe heißt, gekauft habe. Toll, dass Bartholomeo hier fast stirbt. Gut, hier ein Gesicht für meine Faust. Ah, süße Freiheit, wie ich dich vermisst habe. Silvio hat seine Leute geschickt, um euer Haus zu plündern. Bereitet euch für den Kampf. Ha, schon passiert. Bartholomeo. Schauen wir, was du kannst. Nicht überanstrengen jetzt. Mörder, bitte, lasst mich einfach. Ich habe nichts damit zu tun. So. Sehr gut. Wenn ihr euer Leben liebt, gebt ihr auf. Niemals! Was ist das Leben wert, wenn man nicht frei ist, hä? Ich gehe nicht in den Käfig zurück. Dann werdet ihr hier sterben. Tötet sie! Lass ihn! Guter Versuch! Schau dir, was du kannst! Ja, komm schon. Kondon. Ja. Puh, geschafft. Was haben die hier nur angerichtet? Bianca, hoffentlich geht es dir gut. Ein Krieger im Käfig, synchronisiert. Bianca! Bianca! Ist alles in Ordnung? Was denkt ihr denn? Schaut euch nur um! Und die arme Bianca, wenn ihr etwas geschehen ist. Aha! Oh, meine Liebste.
Gott sei Dank geht es dir gut. Ezio, das ist Bianca. Bianca? Ezio. Entzückt? Also, ich weiß eure Namen, aber nicht, warum ihr hier seid. Es sind Geschäfte mit Silvio Barbarigo. Könnt ihr mir helfen? Ah, es wäre mir eine Ehre. Aber es wird mehr brauchen als nur uns zwei. Drei, um seine Streitmacht zu schwächen. Was meint ihr, was zu tun ist? Ich gehe und bereite meine Leute vor. In der Zwischenzeit befreit ihr die, die bei Silvios Angriff gefangen wurden. Mein Gewissen sagt mir, dass ich sie nicht zurücklassen darf. Verstanden. Ich werde mich darum kümmern. Viel Glück da draußen, Ezio. Lasst niemanden zurück. Left no man behind. Die Söldner befreien, die im ganzen Bezirk Castello gefangen gehalten werden. Oh, Gott sei Dank wieder voll Lebensenergie. Das ist ein Aussichtspunkt, den will ich gleich zuallererst mal aufdecken. Sag mal, wie hoch ist schon wieder meine Bekanntheitsanzeige? So, Karte aktualisiert. Aber es beantwortet immer noch nicht wirklich meine Frage, ob es hier Codex-Seiten gibt. Und wegrupfen. Den Bekanntheitsgrad verringern. Es gilt als heilige Bürgerpflicht, diese Warnung an alle Besucher der erlauchten Republik weiterzugeben. Was war das denn gerade? Bop, 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 bop. So. Na komm. Jawohl, ja. Synchronisieren. Ah, immer noch keine Codex-Seite. Dort sind noch drei. Da ist noch... Oh, wie riesig ist doch mal das Arsenal. Und wo gibt's einen Heuwagen? Ach da. Meine Freunde, ich habe frischen Schafsuri und gegen eure Hühneraugen. Was? Hauptmann sagt mir. Da der Ding! Ich glaube, ich sollte mich auch besser informieren. Wir erinnern die Bürger daran, dass die Reparaturen an vielen Rücken der Stadt andauern. Bitte habt Geduld! Und lasst euren Ärger nicht an den Arbeitern aus! Eine Fremder! Eine Minute, ihr da, mit der Kapuze! Hey. Einmal? Scheint's mir bekannt. Beeilung! Wir verlieren ihn! Zwei. Und drei. Misericordia, lass mich doch. Ein Uhr doch. Madre Santa.